Moin moin du kleiner Racker und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der heftig krassen Souling Challenge mit Flo da drüben, der natürlich sich schön sein Wäffelchen reinzerrt. Zwei Wäffelchen? Okay, dann kaum mal schön. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen trainiert und haben die... Wow, sind das viele FPS, die ich hier habe. Gottes Willen. So, also, ich hatte den Speed Mode noch an. Wir haben alles auf Level 18 gebracht, was drunter war, außer Anton und Kikugi, richtig? Richtig. Mhm. Haben dieses Team jetzt auserwählt, dass wir es mitnehmen. Genau. Irgendwas Neues ist, glaube ich, nicht krass passiert. Keine neuen fetten Attacks, außer bei mir hat Saiyan den Ruckzuckhieb gelernt. Und bei dir so? Nichts Neues, okay, alles gut. Dann gehen wir heute, ist so der Plan, in die Underground Passage, richtig? Spuckst du gleich auf deinen Popschutz? Ich glaube, er hat gesagt, er hat sich auf die Zunge gebissen. Gut, schönen guten Tag, meine Mutter hat dir ein Paket gegeben. Hier, Schutz. Nice, Mami, danke. Noch irgendwas krasses, Alter? Kein Paket. Okay. Wie sieht's aus? Ja, ich kann widersprechen, aber es ist noch sehr viel im Maul. Okay, freut mich. Dann, ich gehe schon mal Richtung Untergrund Passage. Die ist hier. Da hin? Die ist hier. Fettes Event. Fettes Event. Wo bist du denn? Fettes Event. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Den Untergrund habe ich nie gefunden immer. Bin ich hier richtig? Da ist falsch. Verdammt. Navigier mich. Weiter geradeaus jetzt? Nein! Zurück! Jetzt Richtung links. Bin ich hier? Ja. Runter. Richtung links. Nein, immer falsche Gasse. Du musst noch ein Stück weiter runter, dann links. Noch ein Stück weiter runter. Ja. Hier. Ja. Ja. Ja, und dann unten das Haus. Da musst du rein. Hier. Ja. Ich hab's gefunden. Fett, ey. Okay. Ah, Hallöchen Bob, genau dich hab ich gesucht. Alter. Hier, in der Ducatia-Passage gibt es einen Kostümierungsladen. Geil, dort kannst du dir deine Pokémon mit Accessoires ausstatten. Nette Sache. Modekoffer, geil. Den haben wir erhalten? Mensch. Nice. Da bin ich ja krass überzeugt von. Richtig nice. Alle Accessoires können wir darin aufbewahren. Richtig nice. Wow, was für eine fette Dauerwerbesendung das hier ist. Wow. Cool. Ist die endlich vorbei? Ja, ich glaube schon. So, wir haben hier unten noch ein paar Trainers. Mit wem starte ich denn einfach mal rein, weil ich Bock drauf habe? Vielleicht einfach Ash mit Pancake. Also ich stelle auch ganz kurz hier mein Team noch vor, ne? Alrike ist mit dabei und ansonsten hat sich da, glaube ich, nichts weiter dran geändert an den fünf Kandidaten hier. Hat auch niemand großartig was Neues gelernt, aber Alrike ist ziemlich gut dabei. Kann bloß noch keine guten Attacken, aber das kommt Alrike! Ultimate Alrike! Okay, go! Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe beim neuen Münzspiel so oft gewonnen, dass alle dachten, ich mogele. Ich mogele? Sagst du auch immer, ich mogele? Ich mogele, ja. Mogele! Ich schule. Er hat so ein komisches Pachirisu bei mir als Spielzeug. Bei mir hat er ein Raids Freights, Digga. Raids Freights, Alter. Hey, hast du einen Randomizer noch drin? Nö. Sieht halt richtig standardmäßig aus. Oh, warte mal, Elektro-Pokémon ist ein bisschen gefährlich für mich, ne? Verdammter Platz hat ausgereicht, Alter. Ich hab ja für Lino gar nicht mehr drin. Den gehen wir auf Rosalinde. Rosalinde ist auch erst auf Level 18. Passt schon. Oh, Quabbo. Perfekt, Alter. Quabbo. Nice. Komm, gib ran, dein Quabbo. Ja, an sich ein gefährliches Vieh, aber... Na, ich hab einen Donnerblitz, Alter. Mal gucken, wie gefährlich das ist. Ja, wahrscheinlich nicht so gefährlich. Kein Problem, Alter. Raichu ist schon ganz gut dabei, denke ich mal. Raichu ist ganz nett, in der Tat. Oh, Rosalinde kann ja die Triplette, stimmt. Hatten wir ihm beigebracht noch. Hab ich ganz vergessen. Triplet? Du hast ihn schon besiegt, den Kleinen. Ja, kein Ding, Alter. Ich hab zumindest Pachirisu schon mal rausgenommen. Ich geh schon mal zum nächsten drin, ne? Du, falls mach du mal, mein Junge. Oh, mein Pokémon kommt frisch vom Coiffeur, Alter. Coiffeur. Ich denke mal, es wird uns jetzt nicht so gefährlich werden. Klar, es kann eventuell ein Windstoß oder sowas effektiv werden, aber es ist Rosalinde. Meine Güte, Rosalinde packt das alles. It's Rosaland. Ja, okay. Alter, oh ja, ich hab ja hier... Läuft. Ich hol mal keinen Gamer raus, Alter. Und dann gibt's einen fetten... Wir hätten ihn auch Ken Gamer nennen können. Also so von Gamer. Ken Gamer, oh ja. Ken Gamer. Schämkraft, Alter. That Big Mom. Stimmt, Schämkraft hast du ja drauf. Schämkraft! Ist natürlich ganz nett, ne? Ja, ist super. Wow. Also die haben hier schon krasse Pokémon, muss ich sagen. Snubbull. Snubbull. Au!
mein Angriff gesenkt. Das Stärkste, was wir haben, ist Ruckzuckhieb. Ist halt momentan noch nicht so pralle, auch kein Stab oder so. Aber wir lernen auf 21 den Flügelschlag und durch Techniker wird ja auch nochmal verstärkt. Ist dann bei Stärke 90 und bekommt noch zusätzlich Stab, dann haben wir eine richtig mächtige Attacke. Ein richtig heftiges Power. Der Flügelschlag wird dann schon ganz nice, Alter. Ja. Deswegen werde ich, glaube ich, erstmal mit Alraik bis 21 machen und dann den Rest hinterher zügeln. Aber erstmal, dass Alraik ein bisschen campen kann. Bummels, ja, Alter. Bummel. Richtig OP. Lederking. Oh, Lederking. Den Lederking. Was macht der? Lederjacken? Ja. Wahrscheinlich schon, ey. Das ist ja der Lederking. Kannst ja einfach mit Donnerblitz raufgehen, Alter. Das ist eine gefährliche Sache. Bist du jetzt auch gerade bei dem mit 4 Pokémon? Ja. 4 Pokémon, richtig. Okay, Kotel auf 7 sollte ich vielleicht gerade so noch hinbekommen. Nein. Hoffe ich. Ambidiffel. Okay. Mal gucken, reicht es aus? Ambidiffel auch auf 7. Komm. Ganz knapp nicht. Für den Panzerschutz. Panzerschat. Sei froh, dass es nicht Mogelhieb und Schleuder einsetzt mit Kingstein noch. Ja, Mogelhieb, Schleuder und dann immer Kehrtwende raus. Ja. Und dann immer wieder Mogelhieb, Ruff, Alter. Ist richtig nice, das Vieh. Pantimimi. Oh, Alter, es wird richtig hart hier. Pantimimi. Ja, bei mir aber auch richtige Kaliber dabei, ey. Das ich glaube, da reicht mir sogar ein Donnerschock erstmal aus. Was will Pantimimi machen, Alter? Ja, warum auch nicht? An Level 11 ist es bei dir immerhin sogar schon. Ja. Meditation macht es, guck mal. Nice. Ja, okay. Hat es einen fetten Angriff jetzt? Oh, guck mal, wen wir hier haben. Wen haben wir denn hier? Einen kleinen Ganoven. Ken Gamer. Ken Gamer. Aber ich denke mal, das wird auch kein Problem werden. Hälfte sollten wir ziehen damit. Jo. Mobile? Oh, Mogelhieb kommt erst nach Ruckzuckhieb. Ja, wenn er langsamer ist, hat er gleich Prio, ne? Okay, ich dachte, es würde aber fehlschlagen dann. Scheinbar nicht. Ach so, er hat es ausgeführt tatsächlich. Ja, er hat es tatsächlich ausgeführt. Crank Säge geht eigentlich nicht, oder? Okay. Oder geht das? Ja, anscheinend geht das. Ich weiß es nicht. So. Oh Gott, Alter, mein Big Brother ist hier. Moin, ja. Alter. Aber überhaupt kein Problem für mich, Alter. Verfolgung OP! Hoffe ich. OP! Ja, ist okay vom Schaden. Sogar nichts effektiv. Ach ja, stimmt! Oh, Unlicht auf Dings ist ja noch nichts effektiv. Ja. Aber gut, seine Verfolgung macht doch deutlich weniger als meine. Geht schon, also von daher. Die ist schon. Ja, voll. Du bist aber auch 10 Level unter dir, ne? Na Quatsch! Das ist immer mein großer Bruder. Aua! Mein großer kleiner Bruder. Großer kleiner Bruder. Level 20 für Alraik! Alraik! Ein Level! Aua! Letzter Trainer, ne? Hier unten. Ja. Ja, Mami hat wieder angerufen, aber tut mir leid, Mami, ich bin gerade beschäftigt. Ich muss nämlich mit Pokémaniac Jimmy eventuell kämpfen. Bei mir heißt er auch Jimmy. Nee, bei dir heißt er nur Jimmy. Bei mir heißt er wieder Scarlet. Oh, Scarlet ist so nice. Meinen Namen habe ich halt noch nicht gesehen, deswegen dachte ich, ja, guck ich mal, wie er bei dir heißt. Und nenne ich einfach Jimmy. Mac Jimmy Fred von Alfredshausen. Ja? Okay, ja, nee, ist cool. Und nenne ich meine Freundin manchmal. Gut. Ruckzuckhieb. Aber die sieht wenigstens aus wie Jimmy Fred, Alter. Ja, Jimmy Fred von Alfredshausen. Ja. Guck mal, Kabutops, Alter, nice. Ja, richtig gefährlich. Kommt gleich mit Trashflegel. Also Level ist hier echt ein bisschen weak, muss man sagen. Ne? Ja, ist echt nicht so krass. Ne? Hätten vielleicht gleich machen sollen, die Passage hier. Ja, wir sind ja erst ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, überall hin. Level 20 für Pancake. Initiative plus 4, ist ganz nett. Meinst du, ich soll lieber auswechseln? Was hast du denn noch? Relicant, Falls, ich glaube nicht, dass es eine Gesteinsattacke kann, ne? Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Wechsel mal lieber aus. Ja. los, Rosalie. Gibt's hier noch irgendwas Krasses? Nee, kannst du ja, da passiert, glaube ich, was, oder? Nee, oder kommt das noch nicht? Noch nicht. Okay. Dafür müssten wir erst oben noch irgendwas triggern. Ja, kann gut sein. Was hat er denn hier? Hereingespitzelt, willkommen in der Accessoire-Lotterie. Oh Gott! Oh Gott, und du hast ihn angesprochen. Du hast ihn angesprochen, du Monster! Ich wusste nicht, was ich damit auslöse. Das spätere Team Rocket Outfit behalten, ey. Das wäre cool. Oh, das wäre echt nice. Das wäre toll, Mann. Das wäre toll. Ich mache jetzt mal Gürteltier nach vorne ein bisschen. Gürteltier? Das kann zwar nichts, aber hey, ich meine, hey, krass. Wir haben tatsächlich auch versucht, Schnäbeldier hoch zu trainieren, aber ich habe es dann irgendwann aufgegeben, weil es einfach von allem zumindest getwo-hittet wurde und sein Kratzer nichts, aber auch gar nichts abgezogen hat. Ich weiß halt gar nicht, was du gegen Schnäbeldier hast, ganz ehrlich. Ja, der Name ist super, der Name ist toll, aber ja. Was ist das nächste, was wir machen? Arena, ja. Arena? Hier steht noch jemand vor.
Sprech sie mal an, ja? Ja. Yeah. Die Arenaleiterin hier heißt Bianca, aber sie ist vorhin plötzlich von hier weggegangen und meinte, sie wolle sich ein Radiomodul holen oder so. Ah, wir müssen erst das blöde Radiomodul holen. Ja, okay. Dann holen wir uns das Radiomodul. Radioturm finde ich doch auch nicht, Alter. Den Radioturm? Das ist der Radioturm? Da steht auch Time Rocket davor. Ja. Okay, dann lass mal reingehen da. Ja. Lass mal reingehen. Let me go in this shit, motherfucker, hier, hey. Komm, hier ist schon ein besonderes Quiz, Alter. Ey, ich rede aber mit ihr hier gerade. Nö, ich mach jetzt die fünf Fragen, Alter. Achso, ja. Hallo, ich heiße Bianca. Hier läuft gerade ein Quiz, bei dem man mitmachen kann. Oh, das war schon die erste Frage. Huch. Ist Nidorina immer weiblich? Weiß ich gar nicht. Ich denk schon. Weißt du nicht? Bist du etwa dumm? Verwendet Kurt, der Pokéball-Schmied, Aprikorken als Material? Ich denke nicht. Nein. Warum nicht? Aprikorken finde ich super nice. Kappa doch kann keine TM-Attacken lernen, richtig? Ja! Hervorragend. Professor Eichs Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin? Nein. Es ist nicht Marianne. Nein! Yeah! War richtig? Gewonnen, ja. Ich habe Marianne immer, ja, irgendwas mit M war das schon, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist ein komplett anderer Name. Vielleicht ist es auch ähnlich, aber naja. Ich weiß auf jeden Fall, dass es falsch war. Wahnsinn, das war du bist echt klasse. Bei Frage 3 war ich mir so sicher, dass die Antwort Aprikorken lautet. Hoho, hoppla. Ich muss sagen, so Trick in the Arena. Ist dann du Aprikorken? So, ob ich hier was Fettes in der Lotterie gewinne, Alter? Ja. Ja klar, ganz ich möchte sicher. Meine Glücksnummer unbedingt Ich spare mir die Zeit, Junge. Ich spare mir die Zeit. Wollen wir doch mal sehen, ID-Nummer des Pokémon? Tut mir leid, keine Nummerübereinstimmung. Schade. Oh, das ist ja aber jetzt verwunderlich. Ist komisch. Los, komm. Aber Sichlor möchte in die Dings gehen, in die Arena gehen. Bist du dir Sichlor? Ich bin mir absolut Sichlor, Alter. Na gut, dann gehen wir mal in die... Wow, es leckt gerade echt ein bisschen. Aber ja, bei mir aber auch. Naja, gut. Vielleicht liegt's an Ducatia City. Mal sehen. Wahrscheinlich, oh. So, vielleicht drin. Ist es in der Arena. Alter, er sprintet direkt los. Ich wollte vielleicht wenigstens noch mit Guido talken oder so. Mit Guido, Alter, da gibt dir nicht mal was. Oh, ja, du musst wohl noch etwas wachsen. Das gefällt mir. Okay. Ich glaube, sie ist lesbisch. Ja. Oder bi, weil sie aber sie steht auf wachsende Sachen. Ist wieder so ein Ding. Vielleicht ist sie nicht lesbisch. Ja. Rex Blizzer! Oh Gott! Ich wieder OP kaum alert, ey. Mit Dragon Root. Ich habe hier ein kleines Problem am Stissel. Helf mir! Ach Quatsch, Rexblizzer ist doch überhaupt kein Problem für dich. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Meine Eisattacken prinzipiell nicht, aber Pflanzenattacken. Steradax, aber Level 13, Alter. Wir schick mal Big Mom rein, Alter. Big Mom. Sind wir eventuell overleveled, Alter? Ja, für die Trainer vielleicht noch. Ja. Naja, mal gucken, wie sich das ergeben wird. Es also Bianca hat ja auf jeden Fall ein Vieh auf Level 21. Das kann halt schon eine harte Number werden. Korrekt. Das ein oder andere Pokémon Farbriegel. Machen wir Mochi Heat, Alter. Joho! Wie der Mogelhieb einfach fast one-hitted. Okay. Läuft bei dir. Das läuft. Oh, Farbigel ist aber Level 16 schon, ne? Oh, also bei mir ist es Farbigel. Farbigel ist Level 16. Wow, es kann tatsächlich nur Nachahmer. Okay, krass. Und hat jetzt gerade den Ruckzuckhieb abge. Und, aber, oh nein! Aber den kannst du jetzt Step ausführen, ne? Step hochzukriegen. Ja, ist schon krass, Alter. Weißt du, was witzig wäre, wenn man jetzt verlieren würde gegen sie und nochmal neu kämpfen müsste und dann hat sie ja wahrscheinlich wieder das Farbigel und wenn es dann ruckzuckig schon könnte. So, Level 21 für Ultimate Alrike und Ultimate Alrike versucht Flügelschlag zu erlernen. Oh, ja. Flügelschlag, Alter. Endlich. Nice. Die Frage ist, was verlerne ich? Ja, irgendwas. Verfolgung. Nee, Verfolgung ist Stärke 40 halt, ne? Und wird verstärkt durch Techniker, ist also wie ein Biss. Hat einen Silberblick. Ja, wahrscheinlich. Energiefokus finde ich noch ganz nice. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ja. Silberblick auch, aber Energiefokus ist halt eine Push-Attacke für uns. Oh, man, fuck so. Ups, schon vorbei, Alter, schon vorbei. Ja, hi, du kleiner Racker, na? Na, sei froh, dass kein Relaxo ist. Ja, das stimmt. Das wäre sonst vielleicht etwas schwieriger geworden. So, mit wem agieren wir denn jetzt? Ich glaube, ich habe mal ein bisschen Bock auf Lauch. Oh, Lauch, Alter. Auf Lauch habe ich Lust jetzt. So. Lauchy Girl. Rätsel kriege ich doch hier im Anhieb mit Anlauf vorangelöst. Mit Anlauf. So sagt man doch heutzutage. Ja, so sagt man das. Korrekt. Auf geht's in den nächsten Kampf. Mamfaxe kriegst du hin, ne? Ah, es geht. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Voller Bitchfight hier. Oh, hallo. Jo. Es geht wieder los, aber in deiner Folge. Nö.
Really nice, Alter. Nice. Endlich wieder. Ach, Stuff du Scheiße. Thumbnail. Latios auf Level 16. Ja. Das ist eine wirklich gefährliche Number, muss ich sagen. Ach, Quatsch, Alter. Das kriegst du schon hin. Mega-Hieb. Okay. Kann der Mega-Hieb irgendwo? Stärke 80, Genauigkeit 85, was? Boah, Alter, guck dir mal Glory Hole Spezial- oder generell Verteidigungswerte an, so. Die sind gut. Also, Porenta hat mit Abstand die schlechteste Spezialverteidigung von mir. Ja. Und hat doppelt so viel wie Glory Hole. Also, abgesehen von Glory Hole, halt, ne? Glory Hole ist schon krass, ja. Ach du Scheiße, es war mal unser OP-Vieh, mittlerweile glaube ich echt nicht mehr. Ich glaube, ich werde versuchen, drin zu bleiben und auf einen Abschlag gehen, aber das könnte extrem wehtun, oh, so eine Psychokinese von Latios. Make a Abschlag. Psi-Welle. Ja, Psi-Welle ist immer random, ne? Puh, okay. Abschlag, ja. Komm schon, komm. Oh Gott. Rucksack-Keep habe ich nicht, ne? Oh, Kyler, hi, ne? Da schicke ich doch mal. Ich muss Pancake in den Kampf schicken. Da Dings ja noch keine Elektroattacke kann, ist scheiße! Okay, ich versuch's mal mit Flutterbob. Hat zwar keine richtig krassen Attacken gegen Latios, aber kann vielleicht ein bisschen tanken. Flutterbob? Heilblockade. Oh, ich hätte drin bleiben können. Aber gut, weiß man vorher nicht. Mach mal Donnerschock. Donnerschock. Auf jeden Fall kann ich Flutterbob nicht mehr heilen. Dann gehen wir mal auf Aufruhr. Haben wir ja gerade erst gelernt. Ziemlich starke Attacke. Die Welle sollten wir packen. Jo. In Aufruhr bist du dann aber auch gefangen. Down. Ne? Du bist gefangen drin. Ja. In Aufruhr. Stimmt, Alter. Aber nur Bodyguard. Es kommt danach halt noch ein Pokémon. Aber Latios ist. Also jetzt so langsam auf dem Level sind die Legenden halt schon nicht zu unterschätzen. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass es auch, wenn Psi-Welle richtig stark geworden wäre, dass es Lauch hätte besiegen können. One-Hit. Vielleicht war das aber auch die stärkste. Oh, Alter. Übertreibt dein Leben. Hä, komm ich hier nicht lang oder was? Hallo? Oh Gott. Oh, nice. Der Legendenboy hier am Start. Abschlag, nein! Bin immer noch gefangen. Bin immer noch gefangen. Okay, beruhigt sich, okay. Und ich habe kein Item mehr. Also ein Glück hat es halt jetzt einen Angriff gehabt noch, ne? Sonst wäre ich down gewesen. Ja. Hä, okay. Ging es hier nicht lang, Alter? Ich bin mir sicher, das ist... What the fuck? Hallo? Hallo? Oder musste man da oben lang? What the fuck? Wo ging's denn lang? Oder unten einfach. Keine Ahnung. Da oben musste man durch, ne? Oder? Okay, ich schicke mal Stricher rein, um den Angriff zu senken. Und Gesichte nur, okay? Geseichte? Hallo? Geseichte. Das ist schon gefährlich. Ja, macht sogar Sinn. Ne, Palim Palim ist ja kein Geist. Mann, irgendwie denke ich die ganze Zeit, Palim Palim ist ein Geist, obwohl es keinen Sinn mehr gibt. Aber naja. Was soll's? Kopfnuss. Göre Bob. Da. Göre Bob. Back zurück, nice. Boah, ich kann das mit gleich seine maximale Stärke nichts wieder. Anfangen. Mit was? Mit Sandern. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist so krass. Kann, ja, kann gut sein. Ey, das schlägt mir hier gerade alle Items. Ich hoffe, die bekomme ich wieder, ne? Ja, klar. Stakelspor. Okay. Du dreckiger Legendenboy, Mann. Dreckiger Legendboy. Oh, du? Dreckiger Legendary Boy. Alter, ich mache auch Donnerwelle. Alter, guck. Falls ich durchkomme, natürlich nur. Macht das viel Schaden? Ja, doch. Bist du jetzt lang gegangen? Ja, du musst hoch. Ne, nicht da hoch. Aber? Ja, ist ja egal, wo hoch, oder? Ne, nicht nach oben, sondern einfach nur im Raum. Hoch. Ruck, ja, zack, hype! Rosalinde. Sind zwar jetzt alle angedamaged, ich hoffe, das ist kein Fehler, dass ich jetzt nicht heile, aber ich bin ein bisschen zu faul. Wobei, hier sind noch einige Trainer, ne? Weit zum Minimum. Ja, zwei. Und eine davon hatte ein Pokémon nur, ne? Eine davon hatte... Ja, ein Pokémon hat die, glaube ich, hier gerade, ja. Da unten durch das Tor musst du durch. Genau. Das hier oben, ja. Mega Sorger! Cool, dann versuchen wir es mal. Mega Sorger? Fett, Alter, fett. Hat schon einen deftigen Schaden gekriegt. Geht ab bei dir, Mann! Ja, hier ist Sonnenlicht am Stiers. Wow, okay. Ja, fette Zornklinge, Alter. Dann geht direkt, Motherfucker. Bin schon ziemlich impressed von dem Vieh hier. Einen kleinen Myrapla. Och man, paralysiert doch nicht alles jetzt. Du Fotze. Bist du bei der ersten von den beiden Trainern? Ja, ne? Ja, ja, wie ein Pokémon hat. Richtig witzig, Alter. Die haben beide Myrapla. Bloß du hast halt Blubella schon als Endentwicklung. Das ist sehr wahr. Ah, paralyzed, Alter. Finde ich nicht gut, Mann. Der Flak-Trap singt. Paralyzed ist dich auch? Oh.
Was? Ja, genau. Genau. Das dreckige Maripla. Ja, Dagmar, Level 22. Ja, übertreib dein Live. Weißt du, bei mir mit 21 aufregen, ne, und da schon wieso mit 22 haben, Alter. Jetzt reicht's dir aber mal. Reicht dich mal am Riemen. Ich meine, ganz ehrlich, du kriegst gleich Mad Eagle von mir. Mad Eagle? Mhm. Magst du Mad Eagle? Oh, ja. Ich hab nicht mal einen Hyperheiler oder sowas. Hab ich eine Beere? Nee. Ja, komm, Alter. Oh, Mann. Die Para kriege ich jetzt nicht weg, oder was? Ich hab keine Angst vor dir, Jonathan. Mit Octillery. Okay, wieder der perfekte Ich werde Glory Hole in den Kampf schicken. Ich werde Glory Hole in den Kampf schicken. Ja, schick Glory Hole in den Kampf. Ich mag niedliche Pokémon, lieber als starke, aber die Pokémon in meinem Team sind beides niedlich und stark. Ja, und dann hat es eine Octillery. Würde ich bei Octillery jetzt niedlich. Nicht zwingend sagen. Psystrail, what? Oh. Au. God. Mach mal einen Boys. Ich weiß echt nicht, ob Glory Hole allzu viel packen wird, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ein Slowpoke, meinst du? Oh, schon ein süßes Pokémon. Ja, 25er Verteidigung habe ich immerhin. Das ist ganz nice. Ja, ich guck mal, was ein Rankenhieb macht. Ich bin auf jeden Fall schneller, ist schon mal ein Anfang. Yeah. Ja, Schaden ist okay. Superschall. Superschall? Der Superschall. Oh, muss ich jetzt echt mit Dagmar wieder rein? Obwohl Pancake ging ja auch noch. Werd mir mega viel Schaden machen, ne? Ja, Pancake. Wieso? Ja. Oh, du hast dich selbst verletzt, okay. Ja, und Abschlag noch mitten drauf. Okay, das geht aber. Dafür, dass ich ein Item getragen habe. Nur bin ich halt immer noch verwirrt. Erstmal einen Donnerschock raushauen. Octillery. Ciao. Dass sie nochmal drei Pokémon hat, ist jetzt echt nicht angenehm, Mann. Ja. Gerade weil bei mir alles wirklich angedamaged ist des Todes. Gott, der will Kratzfuie lernen. Geil, Alter. Endlich Kratzfuie. Kopfnuss. Als ob es nur Kacke lernt. Das müsst viel. Oh, das macht echt Riolu. Riolu? Kommt es jetzt mit Fat Imitator, Alter? Riolu wünsche ich mir auch gleich, Mann. Oder Gegenschlag war es, ne? Boah, Superschall geht zum Glück daneben. Gott sei Dank. Riolu. Okay, Schloblick ist schon mal weg. Wie viel hat sie? 3 oder 4? 3, ne? 3. Okay. Ich könnte natürlich mit Gürteltier was bringen, aber ich glaube, ich lasse mal Pancake drin und mache einfach mal einen Donnerblight. Ich habe versucht, auch Energiefokus zu lernen. Oh. Als ob es schneller ist als ich. What the fuck? Ja, statt Raserei macht es vielleicht Sinn. Deshalb speedet dich. Ja. Hat es schon Strolch? Gibt es schon in der Gen? Aber dann hat es Offenlegung gemacht. Das ist eine Attacke. Okay. Hm. Dann weiß ich es nicht. Oh, Alter. Und Xatu, ja geil, Alter. Rasiert Pancake ordentlich durch. Zwerfhand. Ja, aber ich habe Biss glücklicherweise. Von daher geht das alles. Schlägst du zurück? Ne, Gesichte. Ja gut, damit kann ich leben. Gut, gerade Alter. Gerade so, Mann. So, wir müssen gerade uns jetzt überlegen, welche zwei Pokémon wir mit in den Arena-Kampf nehmen. Zwei Pokémon nur. Okay. Ja, lasst uns mal gleich gucken. Vielleicht verliere ich ja gleich noch eins. Eins habe ich noch. Oh, Alter. Ich muss nochmal ein Pokémon Center zurück. Bin schon ein paar Calivers hier anwesend. Ein paar Calivers. Oh, Arcani, Alter. Bin wir auch noch nicht, ne? Das ist eine harte Sache. Ja. Wechseln ist keine Option. Stricher muss das jetzt reißen. Ja, Stricher kann gegen Arcani schon ganz gut, denke ich. Ich gehe mal auf den Energiefokus erstmal. Energy-Focus? Was will denn Lyra, Alter? Um den Bedroher irgendwie wettzumachen. Boah, das zieht nicht wenig ab. Ich hoffe, ich bin ja schneller. Dann Kopfnuss. Komm, Volltreffer oder Zurückschrecken. Eins von beiden wird schon ihr eintreffen. Das war kein Volltreffer. Okay. Feuerzahn ist aber nicht effektiv, das ist gut. Ja, macht aber genauso viel Schaden wie der Biss oder was es gerade war. Okay, jetzt Kopfnuss, Volltreffer. Come on! Na, leider nicht. Aber Zurückschrecken. Okay, das ist genauso gut. Sehr gut. Dann habe ich ja auch alle Trainer jetzt eliminated. Sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt überlegen, welche zwei Pokémon wir mitnehmen wollen. Genau. Genua. So. Welche zwei Pokémon wollen wir mitnehmen? 21 ist das höchste Level, das sie hat. Ja. An Levelgrenzen halten wir uns ja hier eh nicht. Ne? Ne, nicht direkt, ne. Soweit ich weiß. Wir orientieren uns halt dran, aber mehr auch nicht. Ja.
Welches würdest du mitnehmen wollen? Wir wissen halt überhaupt nicht, was sie hat, ne? Das ist das Ding. Ich würde gerne. Aber vielleicht, um auf Nummer sicher zu gehen, sollten wir halt schon die mächtigsten Pokémon mitnehmen, die wir haben. Und das wäre Dagmar bei mir. Ja, bei Roserade definitiv auch eines meiner stärksten. Und dann würde ich, glaube ich, Brutalanda noch nehmen wollen. Also Kangama, ja. Ja, bist du einverstanden? Ja, ich denke schon. Okay. Weil Brutalanda hat halt mit dem Bedroher die Möglichkeit, physisch viel zu tanken, während Roserade speziell ganz gut tanken kann. Und das eine greift physisch an und das andere speziell. Also, ja, die sollten sich ganz gut ergänzen, denke ich mal. Bei dir nicht so? Nee. Ja. Boah, Alter, ist gerade Todeslags des Jahrtausends. Naja, gut. Okay, die zwei werden dann mitgenommen. Ja. An der Stelle würde ich die Folge aber beenden. Würdest du beenden? Würde ich beenden. Kleinen Cliffhanger hier und da, Alter. Echt krass. Okay. Wir müssen mal gucken, ob wir da ein bisschen was dran ändern können. Mit diesem kleinen Cliffhanger beenden wir diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Geht zu Flo rüber und schaut alle Folgen nochmal nach. Und auch die nächste, die kommen wird. Ansonsten gibt's eigentlich nichts weiter zu sagen, außer like den Part, Alter, und ciao.